Der Krisenmanager, der Ultrasasser, der Vertuschungsminister. In seiner 10-jährigen Amtszeit werden Peter Beuth viele Etiketten aufgedrückt und nicht alle sind freundlich. Fakt ist jedoch, unter seiner Führung werden die Sicherheitsbehörden enorm aufgerüstet. Die Zahl der Polizisten wächst um über 2000 und die Beamten bekommen Bodycams und Diensthandys. Die Folge? Die Zahl der Straftaten sinkt. Insgesamt haben wir es geschafft, dass wir höhere Aufklärungsquoten haben. Also die Wahrscheinlichkeit in Hessen, dann tatsächlich, wenn eine Straftat begangen wird, dass der Täter auch aufgeklärt wird und erwischt wird, die ist mittlerweile bei 2/3. Die andere Seite seiner Amtszeit, die vielen Skandale, mit denen Beuth zu kämpfen hat. Zum Beispiel rechtsextremistische Inhalte in Polizistenchats. Der Druck auf den Innenminister im Parlament wächst. Sie sind als Innenminister untragbar und deshalb müssen Sie zurücktreten, Herr Beuth. Wann sind Sie bereit, persönliche und politische Verantwortung für all das zu übernehmen? Beuth hält dem Druck jedoch stand. Ein Rücktritt für ihn zu keiner Zeit ein Thema. Ich glaube, dass es nicht erforderlich war, weil ich mir am Ende selbst persönlich sozusagen keinen Vorwurf im Einzelnen machen muss. Und wir sind damit so umgegangen, ich bin damit so umgegangen, dass wir die Strukturen unmittelbar dann auch so verändert haben, dass wir möglichst dieses Fehlverhalten vermeiden. Kritik auch nach den rassistischen Anschlägen in Hanau. Gegenüber den Hinterbliebenen bleibt Beuth lange zurückhaltend. Die konfrontieren ihn nach dem Untersuchungsausschuss vor laufenden Kameras. Der Rechtsextremismus in unserem Land ist die größte Herausforderung. Das haben wir mehrfach lange schon vor der Tat zum Ausdruck gebracht. Ansonsten tut mir das Schicksal der Familien sehr, sehr leid. Mein ausdrückliches Beileid. Aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Auch bei den Ultras der Frankfurter Eintracht gewinnt der Innenminister nach einem massiven Polizeieinsatz vor 5 Jahren keine Sympathien. Beuth betont heute, es ging immer um die Sicherheit in Stadien allgemein, nicht um die Eintracht. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das Fußball auch in Zukunft ein Familienereignis sein kann, wo nicht Väter oder Mütter Angst haben müssen, ihre Kinder mitzunehmen, entweder weil sie dort von Pyrodämpfen vergiftet werden oder vielleicht in Situationen kommen, wo sich irgendwelche Ultras miteinander schlagen. Nebulös bleibt Beuth, wenn es um seine berufliche Zukunft geht. Nur so viel sagt er. Er habe ja was Anständiges gelernt, nämlich Rechtsanwalt.